Willkommen bei Zur Vorschau. Im heutigen Video sehen wir uns die beste Bieter-Test an. Ich habe diese Liste basierend auf meiner persönlichen Recherche und Meinung zusammengestellt und versucht, die Produkte nach Preis, Qualität, Langlebigkeit und mehr aufzulisten. Wenn du den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchtest, kannst du die Links in der Beschreibung anklicken. Legen wir jetzt also am besten gleich mit der Liste los. Angefangen auf Platz Nummer 5 haben wir der WMF Profi Plus Rührblitz. Der WMF Blitz ist aus rostfreiem Chromagan Edelstahl gefertigt und hat eine Gesamtlänge von 27 cm. Im Gegensatz zum klassischen Schneebesen in Ballonform hat dieser Schneebesen Kugeln am Ende der Edelstahldrähte. Mit den flexiblen Drähten erreichen sie alle Ränder und dank der großen Aufschlagfläche der Kugeln bleibt nichts am Topfboden hängen. Durch die schwingenden Kugeln gelangt viel Luft in den Teig, was sich besonders zum Rühren und Aufschlagen von Suppen, Cremes und Eiern eignet. Da kaum Reste zwischen den flexiblen Drähten hängen bleiben, lässt sich der Schneebesen schnell und einfach reinigen. Nummer 4 ist der Bosch Fein Creamer. Diese beiden feinen Sahnebesen von Bosch sind aus Edelstahl gefertigt und mit allen Bosch Handrührgeräten der Serien MFQ3XXX und MFQ4XXX kompatibel. Diese effizienten Mixer sorgen für optimale Schlag- und Rührergebnisse in kürzester Zeit. Die Höhe der Stäbchen ist gut geeignet für einen hohen Behälter, zum Beispiel um Sahne steif zu schlagen. Beim Rühren von Kuchenteig bleibt wenig Teig an den Stäbchen hängen. Die Verwendung des Mixers erleichtert das Schlagen von Sahne oder Eischnee. Außerdem sind die Stäbchen leicht zu reinigen, da sie spülmaschinenfest sind. Auf Platz Nummer 3 haben wir der Westmark Schneebesen. Der Westmark Schneebesen ist aus Silikon und hat eine Länge von 31 cm. Das Silikon sorgt dafür, dass er in allen Gefäßen verwendet werden kann, ohne antihaft beschichtetes Koch- und Backgeschirr zu zerkratzen. Außerdem ist der Schneebesen verfärbungsbeständig und hitzebeständig bis 210 Grad, so dass er auch in einem heißen Topf verwendet werden kann. Der Schneebesen eignet sich besonders zum Aufschlagen von Eiweiß und Sahne oder Flüssigkeiten wie Kuchenteig, Soßen und Dressings, aber auch zum Rühren im heißen Topf. Der Schneebesen ist leicht von Hand zu reinigen, kann aber auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Nummer 2 ist der Fackelmann Schneebesen. Der Fackelmann Schneebesen besteht aus engmaschigen Rührdrähten aus hochwertigem Edelstahl und ist 26 cm lang. Dank des ergonomisch geformten Griffs liegt er gut in der Hand und lässt sich gleichmäßig bewegen. Der hochwertige Edelstahl macht den Schneebesen spülmaschinenfest, so dass er nach dem Gebrauch leicht zu reinigen ist. Dieser Schneebesen ist ideal zum klumpenfreien Verrühren von Soßen, Cremes und Suppen. Dank der Ose kann der Schneebesen platzsparend aufgehängt werden. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, der Küchenprofi Schneebesen. Der kleine Schneebesen von Küchenprofi besteht aus einem teilmattierten Chromagan Edelstahl. Der Edelstahl ist geruchsneutral und rostfrei. Der kleine Schneebesen ist mit einer Länge von 15 cm sehr handlich. Die 6 Drähte sind fest in den Griff eingeklebt, wodurch der Schneebesen absolut wasserdicht und spülmaschinenfest ist. Dieser Schneebesen eignet sich für Soßen, Suppen, aber auch zum Schlagen von Sahne, Rahm und Eischnee. Außerdem ist eine praktische Ose zum Aufhängen an einem Haken oder einer Hängeschiene vorhanden. Wie immer findest du alle Links zu diesen Produkten in der Beschreibung unten. Danke fürs Ansehen und wenn du dieses Video nützlich gefunden hast, gib ihm doch ein Like und teile es. Und vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren für mehr coole Videos wie dieses.